war knapp. Nochmal. Go. Hoffentlich schaffst du den Sprung. Noch einer von diesen Holztrügen. Wie die Zwerge bloß auf solche Ideen gekommen sind. Tja, Bequemlichkeit ist eine starke Motivation. Wozu arbeiten, wenn man das nasse Element für sich einspannen kann? Hoffentlich ist Tyr hier. Atreus, wir suchen Informationen. Ich weiß. Tu nicht ständig so, als wolle ich einen Krieg anzetteln. Dennoch streitest du es nicht ab. Brüder, können wir das eine Weile sein lassen, ne? Auf deiner Seite, ich auf meiner. Schwerer als gedacht. Danke. Dann weiter. Sieht aus, als wäre das Dürlins Mineneingang. Ich habe noch etwas für euch. Sindri! Was ist das? Da ihr gerade keine Lichtquelle habt, Verzeihung, und gar nicht sehen könnt, was im Dunkeln vor euch lauert, helfen diese nun. Gut, weiter mit der Erkundung. Auf geht's! Danke, Sindri. Moment, was meinst du mit im Dunkeln lauert? War knapp. Ich glaube, das ist es. Das ist die Mine. Interessant. Allerdings können wir damit gerade nichts anfangen. Vorsicht!
Vorsicht, links! Sieht aus, als wäre der Haupteingang in der Mine versperrt. Aber es muss einen Weg geben. Hier entlang. Gut, keine Sackgasse. Komm, sehen wir uns das an. Oh, ich schon wieder. Hinter dir! Kommen die alle nur her? Es riecht hier auf jeden Fall wie in einer Mine. Ich glaube, ich kann auch das Wasser hören. Langsam, Atreus. Sei vorsichtig. Mach dich bereit. Ich glaube, ich weiß, woher diese Scheusale kommt. Sie werden dich schnell überwältigen. Bleib bei mir. Bist du in Ordnung, Kratos? Hinter dir, Vorsicht! Hinter dir, pass auf! Alle. Ihr Gestank ist wirklich widerlich. Ein kleiner Preis dafür, dass wir sie stören. Gehen wir weiter. Vielleicht können wir mit dem Boot tiefer in die Mine. Versuchen wir es. Tut mir leid. Ich weiß, du hast Nein gesagt, aber es lässt mir keine Ruhe. Wir kämpfen die ganze Zeit gegen die Bösen. Wieso machen wir das nicht zusammen mit Tyr? Wir kennen ihn nicht. Wir haben seine Schreine gesehen. Er ist ein Anführer und hat sich Odin gestellt. Wenn er es schon einmal gemacht hat, wieso nicht nochmal? Bilder von vor langer Zeit erzählen nicht die ganze Geschichte. Da ist deine Tyr. Wir sollten da nach Tyr suchen. Er muss in der Nähe sein. Ich habe das Gefühl, dass du irgendwie wütend auf mich bist. Seit wir in Svartalfheim sind, hast du mich dauernd kritisiert. Wenn du nicht an meine Führung glaubst, sag es einfach. Nicht deine Kompetenz steht hier in Frage.
Aha. Und was heißt das? Denk über deine Absicht nach. Der Ort ist riesig. Der Bau muss ewig gedauert haben. Noch eine Tür. Die müssen wir auch überprüfen. Gullins Anweisungen sagen nicht welche. Nein, wir sind hier allein. Eine Frage vorhin, nach meiner Absicht. Ich will dem Kriegsgott helfen, Odin aufzuhalten. Und dazu muss ich ihn aus dem Gefängnis befreien, in dem er sich befindet. Seid vorsichtig, Freunde. Sindri? Und gebt Acht, wenn ihr das Ding verlasst. Ein Fuß nach dem anderen. Da liegen überall rostige Nägel rum. Hast du Zeichen von Tyr gesehen? Als hätte ich hier wirklich einen Überblick. Nein, ich bin sicher, das schaffst du schon allein. Ich weiß nicht. Das Wasser sieht ziemlich klar aus. Ja, sieht. Was immer du brauchst. Was darf ich fertigen? Feuer desinfiziert auch. Die sind also sehr hygienisch. Ich reinige mein Werkzeug. Was ist mit den Rüstungen passiert, die wir dir schon gemacht haben? Hab sie benutzt. Tja, vielleicht kannst du auf diese besser aufpassen. Werde ich nicht. Das könnte mein bestes Werk heute sein. Sehr gut. Pass auf!
Wer das geschrieben hat, hatte ein Auge fürs Detail. Ja. Schau, gleich da drüben ist deine Tür. Da könnte Tier sein. Klingt, als sei das Wasser jetzt in Bewegung. Was jetzt? Oh, an der gefrorenen Stelle fließt das Wasser über. Das hilft uns. Klappt! Auf zur Tür! Los! Tier? Na, hier scheint Tier jedenfalls gerade nicht zu sein. Er muss hier irgendwo sein. Diese Mine ist riesig. Atreus, bei was genau willst du Odin aufhalten? Du sprichst, als kennst du seinen Plan. Den kenne ich nicht. Deshalb sind wir... Brüder! Mit dem Fimbulwintereinbruch und Ragnarök vor der Tür wird Odin zu allem entschlossen sein. Was auch immer er planen mag, es wird sicher niemand außer ihm selbst davon profitieren. Ganz genau. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Zum Glück haben wir nachgeschaut. Wie viele Türen sind das denn? Ich will dich nicht entmutigen, aber das ist eben eine Mine. Mimir, das ist entmutigend. Habt ihr das dort gesehen? Oben links, hinter dem Kran, ist eine kaputte Tür. Wollte Tyr fliehen? Sehen wir nach. Ja. Unglaublich. Das überfließende Wasser treibt den Kran. Flut ab. Der Aufzug hat keinen Antrieb.
Ich wette, dieses Wasserrad treibt den Aufzug an. Setzen wir es in Bewegung. Gut, fließt das Wasser weiter über die Seiten. Los, hier hoch. Vielleicht kommen wir näher ans Aufzugsrad ran. Geschafft! Los, fahren wir mit dem Aufzug. Das Tier muss nah sein. Wir werden im Nu da oben sein. Gut, Gedankenspiel. Wie muss sich Tyr in dieser Mine wohl fühlen? Wäre ich von Odin eingekerkert und dann endlich frei? Odin stände ganz oben auf meiner Liste, aber ich würde einfach nur irgendwas bekämpfen wollen. Bloß um zu wissen, dass ich es noch kann. Tyr? Oh, was ist hier passiert? Von links! Scheusale! Das war jedenfalls nicht Tyr. Schauen wir uns um. Er hat es nicht rausgeschafft. Ist das ein Relikt?
Einen Luftzug. Vielleicht gibt es ja einen Ausgang. Noch eine leere Kammer. Ich würde sagen, vielleicht wird es Zeit. Nein, sag's nicht. Wir werden ihn finden. Da, noch eine Tür auf der anderen Seite. Na los! Wir sind jetzt höher als bei dem Stopp bei Sindri. Diese Mine ist eine gigantische Spirale. Was ist los? Warum geht das nicht? Die Kette ist blockiert. Sie ist jetzt frei. Ich bin bereit. Noch eine Tür. Die muss es sein. Wir werden sehen. Aber erst müssen wir zu ihr hinkommen. Das hat nicht ganz geklappt. Was könnten wir noch machen? Schauen wir uns um. Hier muss noch irgendwas sein. Kletter hinüber. Such einen anderen Weg. Ich glaube, hier ist eine Kurbel. Atreus. Hier noch ein Gedankenspiel. Würde jemand wie Tyr, der sein Leben lang kämpfte, sich wirklich beweisen wollen? Beweis. Dann ist eine Spur der Zerstörung. Aber wenn die Spur der Zerstörung ein Haufen Schurken ist, wieso ist es dann wichtig? Du bist stark und hast richtig gehandelt. Krieg ist kein Maßstab für menschliche Stärke. Das verstehst du irgendwann. Aus, als lässt diese Maschine Erz in den Wasserdruck fallen.
muss es sein. Da sind wir. Wir müssen noch mal zurück zur letzten Tür, oder? Verdammt! Habt ihr das gehört? Wir sind wohl nicht allein. Ohrenspitzen. Augen auf. Das kam von hier drüben. Hier führt ein Weg hinaus. Atreus, verärgern dich meine Worte. Schon gut, ich versteh's. Aber, wartet mal. Ist das da vorne Licht? Hey, das könnte es sein. Ein Türriegel, da muss etwas eingesperrt sein. So versperrt man keine Tür, hinter der man Bettwäsche lagert. Ich sehe, was zu tun ist. Go! Go!
Achtung, hinter dir! Sie wollen uns fernhalten. Hier muss es sein. Dann mal weiter. Tyr! Was für eine List ist das, Odin? Welches Spiel spielst du jetzt mit mir? Odin schickt uns nicht. Wir sind die Guten. Das ist der Kriegsgott. Diese Klingen. Ich kenne dich. Göttermörder. Und jetzt willst du mich töten? Nein, dich befreien. Bleib bloß weg! Bruder, lass mich mal! Tyr, Tyr! Schau, du kennst mich nicht, wahr? Ihr habt Mimir ermordet! Nein, 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 nein! Ja, wir haben ihn zurückgebracht. Ihr bleibt weg von mir, ihr Monster! Halt! Wir brauchen ihn! Wartet! Schön vorsichtig, das ist Beatfight. Yeah!
zerstöre sie! Und einfach zu. Wir wollen dir helfen. Hör's! Hier lang! Halt ihn auf! Gleich wird es ziemlich holprig für mich, nicht wahr? Das ist der Letzte. Suchen wir deinen Sohn. Hier, alles gut. Alles wird wieder gut. Lass mich einfach in Ruhe. Tyr, hör zu, ich schwöre, wir wollen dir nichts tun. Wir wollen dich nur Geht befreien. Weg von mir, bitte. Dich in Sicherheit bringen. Ich weg von Odin. Zeigt Gnade. Das ist mein Vater. Wir helfen anderen. Ich gehöre nicht hierher, bitte. Es wird schlimm, wenn er zu uns ist. Bist du kein Soldat? Bist du kein Anführer? Reiß dich zusammen! Mein Sohn hat uns hierher gebracht. Wegen dir! Sinan! Du? Wieso? Du kennst mich nicht. Ich kenne deine Taten. Du halfst den Riesen. Wir revanchieren uns. Wir? Wir gehen jetzt. Kommst du nun mit uns? Hier, die Statue im See hat ein Speer. Du brauchst sicher eine Waffe. An der Stock? Nein. Das ist sehr nett, aber nein. Danke, nein. Aber... Na gut. Ich lief weg, denn ich weiß... Nicht immer, was real ist. Manchmal ist da ein... Das ist doch keine Schande, Bruder. Es ist eine wirklich seltsame Zeit. Ihr hört ihn auch reden? Wir müssen heimkehren. Spürt ihr das? Ein Wind. Er kommt von hier drüben. Vielleicht ist da ein Ausgang. Mit welchen Namen soll ich euch anreden? Ich bin Atreus. Mimir kennst du ja schon. Und das ist mein Vater, Kratos. Wie kommt es, dass ein Spartaner-Sohn für die Jötnar spricht? Meine Mutter war die letzte Riesin Midgards. Laufey? Laufey? Ich erinnere mich. Auch sie wollte anderen helfen. Jetzt ist sie im Licht von Alfheim. Es tut mir leid für dich. Geht es dir gut? Die sind bloß viel stärker, wenn er nicht gerade sitzt. Bitte.
Lasst mich das tun. Das ist doch das Mindeste. Wieso erzürnt ihr Odin, um mich zu befreien? Tja, ein Ragnarök naht. Das wusstest du hoffentlich. Wir dachten, du willst helfen. Ihr befreit mich, um einen Krieg zu beginnen? Nein! Also, Tyr. Schön, dass wir uns wiedersehen. Mimir, was ist dir passiert? Ja, ich hab's dir gleich getan. Verrat, ewige Gefangenschaft, abscheuliche Folter durch die Hand des Allvaters. So etwas hattest du nicht verdient. Du etwa? Allerdings hatte ich eine etwas bessere Aussicht als du. Wir fanden ihn auf einem Berggipfel, umschlungen von Baumwurzeln. Um ihn zu befreien, mussten wir, tja, das... Höchst erfreulich. Für alle Beteiligten. Alles gut? Das Licht. Es ist so lange her. Da vorne ist ein Felsen. Der Schatten wird deinen Augen guttun. Komm. Du sagtest Ragnarök naht. Das heißt Baldur... Baldur ist tot. Odin schickte ihn auf die Jagd nach einem Riesen in Midgard. Dann traf er auf Kratos. Jedenfalls versprach ich, die beiden zum höchsten Berg der Welten zu bringen, wenn sie mir den Kopf abhacken und Freya überreden, ihn zurückzubringen. Mimir, erzähl von Baldur. Dazu komme ich ja gleich. Es war ja nicht alles Mord und Totschlag. Hey, wir sind wieder im Sumpf. Vorsicht! Nein, 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 nein. Ist schon gut. Ich mach das. Achtung! Hinter dir! Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben! Vorsicht, rechts! Bevor noch mehr angreifen. Du hättest den Speer nehmen sollen, um dich zu schützen. Nein. Ich habe der Gewalt abgeschworen. Aber du bist der Gott des Krieges. Das bin ich seit langer Zeit nicht mehr. Wenn Odin Ragnarök beginnt, du würdest wirklich nicht kämpfen? Nicht einmal, wenn ich wollte. Bevor wir weiterziehen. Die Wahrheit. Was genau wollt ihr von mir? Ihr sprecht von Ragnarök. Ist es ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Braucht ihr diesen Tyr? Atreus. Ich... Verzeiht mir. Ich bin dankbar für meine Freiheit. Aber wenn ich mit euch in den Krieg ziehen soll, oder schlimmer, euch anführen, dann tötet mich. Ich kann nicht kämpfen. Es geht nicht mehr. Niemand tötet dich, Bruder.
Lieber das, als Ragnarök zu erleben. Wir suchen keinen Krieg. Wir wollen nur antworten. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Das macht nichts. Die Riesen vertrauten dir. Diesen Tier brauchen wir. Wir brauchen dich. Na gut. Ich brauche nur ein bisschen Schlaf. Und eine Mahlzeit. Ihr habt die Wachen getötet, die mein Essen bringen. Wie wär's? Möchtest du jetzt vielleicht weiter erzählen? Die Söhne Thors griffen uns an. Wir töteten sie. Baldur wollte Freya töten. Ich brachte ihn um. Du hast ausgelassen, wie wir die Walküren bekämpft und befreit haben. Und dass alle Riesen fort sind. Und dass sie mich Loki nannten. Und die Schreine Riesen und... Riesen sind fort? Als wir nach Jötunheim kamen, waren sie alle... tot. Oh. Glaubt ihr, dass Odin... Wissen wir nicht. Ich glaube, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden. Wow, was ist das? Verstärkung aus Asgard. Die Einherjar werden mein Verschwinden gründlich untersuchen wollen. Gehen sie durch den Himmel zwischen den Welten? Odin hat Tricks auf Lager, an die wir nicht mal zu denken haben. Sie landen auch in Nidavellir. Was ist mit den Zwergen? Mit solchen Bedenken ist es zu spät. Wir müssen gehen. Jetzt. Vorsicht! Linke Seite, Bruder! Oh Mann! Hauen rein! Yggdrasil. Es ist so lange her. Ich hatte seine Schönheit vergessen. Tyr, auf deinen Reisen. Haben die Riesen hier von Loki geredet? Tut mir leid. Der Name kommt mir nicht bekannt vor. Die Riesen sind Waren. Ein sehr verschlossenes Volk. Ergibt Sinn. Wenn ich ausgeruht habe. Ein Baumhaus. Oh, Tyr. Du bist am Leben. Ach ja? Ist das so? Er ist nur müde. Ich habe ihm Essen und etwas Ruhe versprochen. Natürlich hast du das. Na, mal sehen, was sich machen lässt. Bitte, tritt nur an. Wir sind gleich da. Ich glaub's ja nicht. Also, können wir besprechen, was wir jetzt machen? Es gibt viel zu bedenken. Wir sprechen morgen früh. Oh, also gut. Morgen früh. Halt still! Halt still! Ja! Schon viel besser, danke. Siehst du? Schlaf gut, Tyr. Ich lege mich auch hin. Morgen steht viel an. Also, Tyr, dir wurde wohl einiges versprochen. Dann wollen wir dich mal unterbringen, ja? Komm einfach mit. Hey, schaut euch mal an, was ich für euch habe. Ich gehe davon aus, dass das niemanden stören wird. Ich kümmere mich um ein Quartier. Es könnte etwas dauern, bis ich ein so großes Bett gebaut habe. Bitte, macht ihr meinetwegen keine Umstände. Zu viel Platz wäre unangenehm. Aber da sind meine Wesen drin. Mehr brauche ich nicht. Ehrlich, das reicht mir auch schon. Na gut, Essen vielleicht. Ah, nichts Großes. Vielleicht ein paar Hartkekse?
Hartkekse? Irgendeine Art Schiffszwieback reicht aus. Ich? Mit einer Prise Salz? Tja, mal sehen, was ich finden